Muss ich erstmal schauen, dass hier alles läuft. Das müsste gleich auftauchen. Ja, ich warte auf meinen eigenen Stream. Hui. Jetzt, hä? Ah, okay, ich habe, glaube ich, irgendwo falsch gedruckt. Ah, da ist er ja. Perfekt. So, gehen wir da mal kurz rein. So. Ja, klingt auch gut. Das ist doch schön. Dann können wir eigentlich auch direkt starten. Arthur Fleck. Jetzt schauen wir ganz kurz. An dich schon mal einen wunderschönen guten Abend. Ich muss kurz gucken, ob du hier schon im Widget auftauchst oder nicht. Scheinbar aber nicht. Das heißt, ich muss ja noch mal kurz reloaden. Und dann müsste es jetzt aber hoffentlich gehen. Ich mache noch mal einen kurzen Test. Jawohl, okay, perfekt. Der wird jetzt auch angezeigt. Leider, ich muss wirklich immer reloaden. Ich habe jetzt vor dem Start des Streams den schon gereloadet, aber das scheint nicht zu funktionieren. Man muss ihn im Stream reloaden. Naja, aber jetzt sollte ja auch der Chat angezeigt werden. So, also zumindest alles, was ab jetzt geschrieben wird. Genau. Wir machen wieder ganz normal weiter mit Spacelore. Und, ach komm, wir starten einfach mal und schauen wieder, wo wir stehen geblieben sind. So ungefähr. Ich habe ein ganz kleines bisschen weitergearbeitet. Werde ich gleich zeigen, was genau. Cortex, einen wunderschönen guten Abend an dich. Willkommen. So, gut, da sind wir und wir starten einfach mal ein ganz normales Singleplayer-Spiel, wie eigentlich immer. So, und hier gehen wir jetzt einfach mal hin und gut, wir können natürlich normal bauen, das ist nicht so spannend. Was neu ist, ist das hier, und zwar das Depot. Ja, ist natürlich noch eine Placeholder-Grafik hier, sieht man, denke ich. Aber die Idee ist, ach komm, ich baue einfach mal ganz normalen, okay, ein paar Bugs haben wir noch. Da konnte ich gerade das Baumenü nicht mehr öffnen. So, bauen wir mal hier so eine ganz normale Produktionslinie, wie man sie kennt, ne? Und dann setzen wir hier mal das Zeug lang. So, das heißt, da fährt es jetzt hier hin und her. Beziehungsweise das fährt hier rein, wird da produziert und dann kommt hier das Ergebnis raus. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit diesem Ergebnis? Ja, bisher ist es halt einfach da, was passiert damit nichts. Die Idee ist, dass wir das dann in ein Depot reinfahren und dann ist es quasi in so einer Art planetenweitem Lager. Das heißt, ich kann auch mehrere Depots bauen. Ich könnte zum Beispiel hier eins bauen. Da kann ich eben dann die Sachen reinmachen, die ich hier produziere. Und dann könnte ich irgendwo an einer anderen Stelle, sagen wir mal, hier noch eins bauen. Da könnte ich dann entweder andere Sachen noch reinfahren oder ich könnte auch Dinge wieder rausfahren lassen. So zumindest die Idee. Das heißt, es funktioniert ein bisschen vielleicht wie ein Kontor in Anno. Genau, nur dass wir halt hier mit Fließbändern arbeiten. Und das Depot hat eine Größe von, ich glaube, 5x5 tatsächlich. Genau, ja. Also ist recht groß, denn ich möchte nicht, dass der Spieler quasi überall Depots spammt, sondern dass man sich schon ein bisschen überlegen muss, wo man sie hinbauen will, weil sie halt doch zumindest ein bisschen Platz brauchen. Ja, vor allem, wenn man dann noch die Ausgänge drumherum hat, das ist dann nochmal eine, also dann ist es fast schon 7x7 groß, wenn man da noch komplett Ein- und Ausgänge drumherum bauen würde. Denn die Idee ist, dass man beim Depot viele von denen einbauen kann, aber soweit bin ich noch nicht. Das ist bisher wirklich nur in meinem Kopf für diese Idee. Marvin, einen wunderschönen guten Abend schon mal an dich. Willkommen. Genau. Und wir können das Ding jetzt auch schon platzieren und wir sehen aber noch nichts. Denn ich habe wirklich erst, ja, ich weiß nicht warum, es ist jetzt ein Bug, den wir gleich fixen dürfen. Genau. Mir ist aber aufgefallen, als ich das Ganze gemacht habe, dass neues Gebäude hinzufügen doch noch relativ aufwendig ist mit der Art und Weise, wie das im Moment funktioniert. Und ich möchte einfach mal schauen, ob wir das vielleicht auch ein bisschen vereinfachen können. Das heißt, ich glaube, das Erste, was ich machen werde, ist einfach mal nur aufzuschreiben, okay, was für Schritte muss man machen, um ein neues Gebäude anzulegen. Und da können wir uns auch ein besseres Bild davon machen, wie wir das vielleicht etwas vereinfachen können. Mal sehen. So, denn, schauen wir mal rein. Also, wir haben ein Depot. Machen wir hier. Steps required to create a new building. Doppelpunkt. Ob ich schon wieder einen Bug eingebaut habe. Jawohl, das mache ich immer sehr, sehr gerne. Da bin ich auch echt gut drin, muss ich sagen. Das kriege ich schon ganz gut hin mit dem Bugs einbauen. So, und zwar, genau, Depot ist jetzt hier einfach eine Klasse. Das heißt, create a class extending a building. Ja, das heißt, jedes Gebäude, was wir haben, extended halt oder implementiert, sollte ich eher sagen. Dieses Building-Interface.
Das ist relativ simpel. Ja, wir haben eine Faction, die das gehört. Wir haben, was für ein Typ das ist. Das heißt, eine Building Description. Das kommt auch gleich noch dazu. Wir brauchen also auch noch eine eigene Building Description. Create a Building Description. So, das passiert hier einfach in Building Descriptions. Aber was man jetzt hier auch wieder sieht, das war's noch nicht. Also wir haben hier irgendwo Depot. Genau hier ist das. Das heißt, wir haben hier den Namen, wir haben die Kategorie, die Größe des Gebäudes, was für eine Textur das Ganze nutzt. Lauter solche Geschichten. Aber was wir jetzt eben hier sehen, ist, dass wir hier das auch noch registrieren müssen. Ja, das passiert dann hier unten. Das heißt, das ist der nächste Schritt. Register the Building Description in Building Descriptions. Register Buildings. So. Das sind also schon mal ein paar von den Schritten, die wir machen müssen. Aber das waren noch nicht mal alle. So, wir haben dann hier Create Building Class. Beziehungsweise das wäre in unserem Fall eben Depot. Und dann schauen wir mal hier rein, was wir hier haben. Und hier fällt schon auf, gut, das sind jetzt die normalen Sachen. Aber was eben auffällt, wir haben auch diese Depot Data. Das heißt, wir brauchen auch noch Create a Building Data Class. Extending Building Data. Ja, der Grund dafür ist, dass wir, wenn wir das Gebäude übers Netzwerk übertragen müssen, müssen wir einfach sicherstellen, dass wir die Daten des Gebäudes kopieren. Denn es könnte sein, dass wir schon den nächsten Tick processen, während die Daten des Gebäudes noch übertragen werden. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Daten übertragen wollen, müssen wir wirklich eine Kopie der Daten machen und die dann übers Netzwerk übertragen, weil sich die eigentlichen Gebäudedaten vom wirklichen Gebäude könnten sich schon längst ja quasi weiter getickt worden sein. Das heißt, die haben dann schon neue Daten drin, die wir aber noch nicht übertragen wollen. Ja, hoffe, das war halbwegs verständlich. Deswegen haben wir auf jeden Fall diese Depot-Data, die kümmern sich eben darum, das ist im Endeffekt eine Kopie der Daten unseres Depots. Und die hat halt dann hier so Dinge wie Encode, Decode. Und hier sieht man halt, ich habe jetzt hier ID, XY, Height, Planet. Das sind alles Dinge, die wir eigentlich, na, die braucht eigentlich jedes Gebäude. Das heißt, die könnten wir auf jeden Fall ein bisschen auslagern. Prinzipiell. Genau, und dann sieht man auch hier, haben wir natürlich dann die Copy-Data-Methode, die hier aufgerufen werden muss. Allerdings haben wir jetzt nochmal einen Punkt, und zwar die Depot-Data. Benötigt auch irgendwo noch ein Typ, genau, GetType, wo wir hier den Depot-Namen rausbekommen. Und diese Depot-Data wird auch irgendwo noch registriert. Genau, das passiert in Register, all in Game Registry. Register Building Data in Game Registry Register All. Und das ist genau das, was ich meine. Also das ist ja eine, es ist eine, ich meine, das sind jetzt hier 6 Punkte. Das sind schon viele, aber die sind auch noch groß. Das sind große Punkte, die halt eigentlich nicht unbedingt nötig sein sollten. Also wir müssen das auf jeden Fall vereinfachen. Zwar haben wir schon was für Produktionsgebäude und die funktionieren schon mehr oder weniger automatisch. Das heißt, ein Produktionsgebäude hinzuzufügen ist relativ einfach. Und die meisten Gebäude, die wir hinzufügen werden, sind wohl auch Produktionsgebäude. Aber andere Gebäude müssen halt, sollten auch halbwegs simpel hinzuzufügen sein. Und wie gesagt, eins der Probleme, warum das überhaupt so komplex ist, ist halt einfach, dass wir das Ganze übers Netzwerk übertragen müssen einerseits. Und andererseits, dass ich halt möchte, dass jedes Gebäude prinzipiell eine eigene Klasse haben kann. Man kann sich auch einfach vorstellen, man hat irgendwie eine Primärklasse, Gebäude, und da hat man dann noch so ein paar Settings, die man einstellen kann. So funktioniert es ungefähr mit einem Produktionsgebäude, aber ich möchte eben in der Lage sein, komplett eigene Klassen quasi zu übertragen. Also man könnte hingehen, eine Mod erstellen mit einer komplett eigenen Gebäudeklasse, mit komplett eigenen Daten, und das muss halt alles irgendwie funktionieren. Und das macht die ganze Sache halt so aufwendig. Weshalb ich zum Beispiel hier die Building Data registrieren muss, weil ansonsten weiß ich nicht, was für eine Klasse die Daten beinhaltet quasi, und ich muss die Klasse wieder stellen, damit die Daten auch wieder decoden kann. Ja, lauter so Geschichten. Naja.
Gut, jetzt haben wir schon aufgeschrieben, was wir hier ungefähr machen müssen. Eine Sache, die mich schon etwas gewundert hat, ist hier dieses Register Building Data. Weil wir registrieren ja das Depot und ein Produktionsgebäude, aber mehr registrieren wir nicht. Ich frage mich, war das alles? Weil wir haben zum Beispiel noch die Rakete. Das ist die Start Rocket, heißt die, glaube ich, genau. Die hat ja hier sicherlich auch irgendwo Daten. Genau, Star Rocket Data. Die haben wir hier. Und die Frage ist, wo wird die registriert? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, es gibt zwei Stellen, wo das Zeug registriert wird. Genau, das ist nämlich in Building with Data. Ah, Register Building with Data. Ah. Das ist natürlich praktisch, weil dann hat man es ein bisschen einfacher. Das ist natürlich die... ich komme hier heute häufiger einmal ins Mikrofon. Ja, ich frage, warum machen wir es hier nicht für das Produktionsgebäude? Auch wahrscheinlich, weil es so ein generelles Ding ist. Ich meine, das muss sich ja eigentlich auch irgendwo registrieren, oder nicht? Das wundert mich tatsächlich etwas, weil das müsste ja eigentlich auch irgendwo registriert werden. Oder ist es vielleicht ein Logistikgebäude? Nee, nicht mehr. Schau mal hier, Belt One, Building Pipe Depot. Ja, hier sehe ich es tatsächlich nicht. Na gut, also erstmal kann man das natürlich hier rausnehmen. Register. Na, da können wir nämlich das hier wegnehmen. Das kann hier auch raus. Und dann müssen wir nur in Building Descriptions hier with Data. Und dann kommt hier eben noch Depot Data Class. Okay, damit haben wir es schon mal ein bisschen vereinfacht. Aber wie gesagt, ich frage mich gerade immer noch, wo das hier mit dem Produktionsgebäude gemacht wird. Wird das irgendwie speziell hier eingefügt, oder? Weil das ist ja eigentlich auch... Das ist ein E-Production Building und das ist ein Building, aber irgendwo müsste das eigentlich registriert werden. Na, vielleicht auch nicht, aber... Ja, es könnte sein, dass das nicht gemacht wird, weil es so ein bisschen trickreich funktioniert. Und ist natürlich die Frage, ob man das vielleicht nicht doch auch als Gebäude hinzufügen will. Ja, naja, jetzt bleibt es erstmal so. Es ist auch hier, glaube ich, nicht drin. Production Building. Ja, das ist ein anderes Ding. Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Na gut, aber wir können uns mal überlegen, was wir noch machen können. Und zwar dachte ich mir, aktuell haben wir das Building Interface. Das ist auch durchaus sinnvoll, weil wir damit dann wirklich die maximale Kontrolle haben. Aber die meisten Gebäude haben ja irgendwie ähnliche Dinge, die sie machen wollen. Also einfach, nein, die haben halt irgendwie eine Position, die haben eine Höhe, die haben irgendwie eine Faction, wem es gehört, die wissen, auf welchem Planeten sie sind. Lauter solche Dinge. Und das in jedem Gebäude einzeln oder wieder extra zu machen, ist halt mehr als unnötig. Deswegen brauchen wir hier ja, eine Variante, wie wir das ein bisschen vereinfachen können für den normalen Fall. Es wird immer noch die Möglichkeit geben, dass man das manuell komplett angeben kann und da komplett eigene Logik einbauen kann. Aber eben für den normalen Fall kann man sich da viel Tipparbeit sparen, indem man da einfach was einbaut. So, und zwar haben wir hier Building, genau. So, und da erstellen wir einfach noch irgendwie Base Building oder sowas. Und das ist dann eine Abstract Class am besten. Und implementiert hier Building. So, und dann können wir hier Protected.
Und da können wir eigentlich einfach mal hier auf der anderen Seite unser Depot öffnen. Einfach mal schauen, was wir so brauchen. Genau, eine ID haben wir natürlich. Wir haben eine Building Description. Ich weiß noch nicht, ob wir die brauchen. Müssen wir mal schauen. Wir haben die Position. Auch hier kann man zum Beispiel überlegen, ob man die Position nicht vielleicht in eine eigene Klasse irgendwie auslagert, wo halt dann XY und die Höhe direkt schon drin sind. Im Moment sind ja halt hier noch einzeln drin. Ich denke aber, das ist kein großes Problem. Faction. Warum das Final ist, machen wir mal nicht Final. So, dann, achso, wollen wir aber Protected machen, damit man irgendwie noch drauf zugreifen kann. EI Planet Planet, ja, damit wir wissen, auf welchem Planeten das ist. Und das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ja. So, aber das reicht natürlich noch nicht. Am besten sollte man einen Konstruktor einfügen, der das alles reinnimmt. So. Und dann wollen wir auch noch ein paar Dinge überschreiben. Get Owning Faction zum Beispiel. Können wir einfach Faction hier übergeben. Dann haben wir sowas wie Get Building Type. Wir hören Desk. Dann. Ja, Get Position kann man eigentlich noch überschreiben. Return New Logistics Position. Hier sieht man schon so ein bisschen, das ist eigentlich halt merkwürdig, dass wir extra eine neue Position erzeugen. Naja, gut. Für den Moment ist es noch okay. Aber es sind natürlich Dinge, die prinzipiell temporäre Objekte erzeugen, die dann den Speicher so ein bisschen, oder den Garbage Collector ein bisschen fordern, sagen wir mal. Und das ist natürlich nicht immer so sonderlich gut. Naja. So, The Libri, einen wunderschönen guten Abend an dich. Willkommen. Height above zero ist, glaube ich, einfach height. Ja, genau, das sollte es sein. Ist Construction Site. Das werde ich wahrscheinlich wieder ausbauen, weil ich glaube nicht, dass es irgendwer verwendet. Ja, machen wir weg. Das heißt, Implements Building. Hier müssen wir noch mal ganz kurz schauen, ob das tatsächlich nicht genutzt wird. No usage is found. Okay, hat sogar eine Default. Aber wie gesagt, da es nicht verwendet wird, kann ich es erstmal entfernen. Falls ich merke, dass ich es doch wieder brauchen sollte, kann ich es ja wieder hinzufügen. Aber ich habe das im Endeffekt dann anders gelöst. Und ja, hier sieht man schon, dass hier an vielen Stellen es einfach vorhanden ist und es ist halt irgendwie unnötig. Gut, die Construction Site sagt sogar True, das funktioniert also tatsächlich. Aber wenn es halt von niemandem abgefragt wird, ja, ist das auch wieder nur unnötigen Code, den wir löschen können. Und da kommen wir wieder zu Marvins Beobachtung, dass ich hier in den Streams mehr Code lösche, als hier schreibe. Aber gut, na, man muss ja auch mal den Code löschen, wenn er nicht gebraucht wird. Sonst hat man nämlich irgendwann zeilenweise Code, der nie verwendet wird und weiß nicht, was eigentlich aktiv ist und was nicht. Das ist nicht unbedingt ein sonderlich guter Zustand, glaube ich. So. Genau, waren wir in unser Base-Building. Wo ist das jetzt schon wieder hier? Hin. Da hinten. So. Schauen wir mal, was wir noch überschreiben können. Load. Okay, weiß gerade nicht, was. Load, LED, Texturen und so. Das brauchen wir nicht. Das soll das Gebäude für sich selbst machen. Genauso Tick. Wir haben eigentlich nichts, was wir ticken müssen oder so. Das soll alles das Gebäude entscheiden. Was wir vielleicht machen können, ist Copy Data. Wobei auch hier. Und Remove. Auch so eine Sache. Wo ich jetzt noch nicht so ganz weiß, was ich damit machen soll. Get Planet kann man auf jeden Fall noch implementieren. Das gibt einfach unseren Planeten zurück. Ja, alles relativ simpel hier. Load, Render, Tick, Copy Data, Remove. Ja, ich denke, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. So, okay. Code schreiben mit E überbewertet. Ja, definitiv. Also, wer braucht schon Code? Ah,
gut. Und dann könnte man eigentlich mal hingehen und unser Base-Building tatsächlich mal nutzen. In Depot. Ein Problem natürlich, und zwar, dass wir da Depot-Data brauchen. Das hier haben wir halt noch überhaupt nicht angefasst. Also das ist immer noch so aufwendig wie bisher. Und da weiß ich auch noch nicht so genau. Ja doch, wir können eigentlich auch wieder so eine Base-Building-Data erstellen, wo halt das Zeug schon drin ist, was Encode und Decode schon drin hat. Und dann geht das auch deutlich simpler. Und dann muss man halt, wenn man Encode überschreibt, weil man noch zusätzliche Daten speichern will, muss man halt Super Encode aufrufen und hier Super Decode. Ja, wäre eine Option, machen wir noch nicht jetzt, machen wir später. Hier können wir jetzt aber entsprechend sagen, okay, Extends Base Building. Und stattdessen, na, das hier kann weg. So, und dann schauen wir einfach mal hier, das alles sollte man nicht mehr brauchen. So, hier müssen wir jetzt super aufrufen mit ID, mit Desk, Building Description, Depot, X, Y, Height. So, was kommt dann? Faction und Planet. Da fehlt ein Komma. Gut, das heißt, das geht ja jetzt eigentlich alles, das einzige. Ja, so. Und hier können wir jetzt sehr viel weglassen. Also das alles braucht man nicht mehr. On-Click, das bleibt. Get X, Get Y, weiß ich gerade gar nicht, von woher das kommt. Von Entity. Ach so, weil das überschreibt auch noch Entity. Ja gut, können wir eigentlich auch ein Base-Building reinmachen. Brauchen wir hier nicht unbedingt. Das heißt, ich kann mal das hier einfach machen. So, dann packen wir das noch hier rein. Hier haben wir einfach Desk. So. Dann haben wir das auch. So. Render, das brauchen wir noch. Get ID brauchen wir nicht mehr. Get Position braucht man nicht mehr. Get Height Above Zero braucht man nicht mehr, Get Planet braucht man nicht mehr. Ja, da, aha, wir können wieder so viel Code löschen, das freut mich einfach. Get ID braucht man noch, okay. Das habe ich wohl, ah gut, ja, das habe ich vergessen in Base Building zu überschreiben. Also auch hier wieder rein und machen wir das einfach direkt hier oben. Steuerung O, und das ist nämlich hier unten, deswegen habe ich es nicht direkt gesehen. This ID. So. Dann schauen wir mal weiter. Huch, das war falsch. Das war nicht die Datei, die ich öffnen wollte, sondern die hier. So, das geht jetzt entsprechend. Jawohl, on click, das brauchen wir noch. Copy data brauchen wir noch. Remove macht bisher noch gar nichts. Und get item storage returned in storage. Auch das muss hier bleiben. Okay, das ist also der Code, den wir tatsächlich brauchen. Im Moment zumindest. Denn jetzt können wir tatsächlich auch noch die Building Data ein bisschen auslagern. Ich würde sagen, wir sind gerade so gut dabei, machen wir einfach mal direkt weiter. Ich schaue aber vorne ganz kurz noch in den Chat. So, echte Programmierer nehmen ein AAA-Spiel und entfernen Code, bis sie ein Indie-Game haben. Genau, genau so macht man das. Einfach so lange Dinge entfernen, bis es nicht mehr so professionell wirkt. Und dann kannst du es releasen. So mache ich das auch immer. Das ist einfach die Profi-Taktik. So. Ach, das war ein. War das ein Händewaschen-Smiley oder ein Beifall-Smiley? Stimmt, jetzt wo ich es mir so anschaue, weiß ich es gerade auch nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, es soll Beifall sein, aber sonst sah das doch immer anders aus, oder? Das Klatschen-Smiley. Naja, wie auch immer. So, Finger Dumbledore, einen wunderschönen guten Abend an dich. Genauso an den Programming with Charlie, also wahrscheinlich direkt an den Charlie. Willkommen. Ist es der letzte Stream in diesem Jahr? Vermutlich, ja. Nächstes Mal ist er wahrscheinlich der 24. Ne? Da werde ich ziemlich sicher nicht streamen. Und dann die Woche drauf, wir können mal kurz gucken, was ist dann? Am 31. werde ich wohl auch nicht mehr streamen, ja. Stimmt, ja. Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber klar, der nächste Stream ist tatsächlich erst am 7. dann. Oder zumindest der letzte
reguläre Space-Solar-Stream. Es wird diesen Samstag sehr wahrscheinlich auch nochmal einen kleinen Stream geben, wo wir ein bisschen was anderes machen. Das wird ein kleiner Kollaborationsstream zwischen mir und Moldi und Saslon ist wahrscheinlich auch dabei und bei Direx ist, glaube ich, auch noch dabei. Also es sind ein paar Leute dabei. Also Samstag wahrscheinlich gegen 16 Uhr oder sowas. Aber abgesehen von dem, wo wir keinen Spacer machen werden, ja, wird wahrscheinlich der 7. Januar erst wieder der nächste Stream sein. Das stimmt. Krass. Machen wir mal eine richtige Pause zwischendrin. Naja, gut. Hoffe mal, dass es nicht allzu schlimm für euch. Ihr werdet es hoffentlich überleben. So. Was ich meine, was du in deiner Ausbildung was du machen sollst, Ausbildung oder studieren. Oder dir selbst alles beibringen. Wenn du als Spieleentwickler arbeiten möchtest. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich sag mal so, als Spieleentwickler wirst du nicht, also wenn du in die Richtung gehen willst, wirst du eigentlich nicht drum rumkommen, dir selbst Dinge beizubringen. Die Frage ist aber, quasi nur Fulltime sich selbst Dinge beizubringen, geht natürlich, da hast du natürlich viel Zeit, kannst viel machen, aber hat natürlich so ein bisschen Probleme, es ist natürlich auch was, ja, je nachdem, weil der Arbeitgeber so drauf ist, will er natürlich vielleicht auch einfach, sag ich mal, was Zertifiziertes sehen. Ja? Du kannst ihm sagen, oh, ich habe hier ein paar Jahre lang hier selbst irgendwie mich informiert und selbst Dinge gemacht. Klar, wenn du dann Dinge erstellt hast, die du auch wirklich präsentieren kannst, kann es gut sein, dass du damit ein gutes Plus bekommst, aber es gibt halt doch Leute, die halt sagen, okay, eine abgeschlossene Ausbildung oder abgeschlossenes Studium ist halt schon vorteilhaft in vielen Fällen. Vor allem hat man auch Möglichkeiten, quasi ein bisschen abzuweichen von dem ursprünglichen Plan, falls man beispielsweise keine Stelle bekommen würde oder so. Als Ausgebildeter oder studierter Informatiker findet man eigentlich immer eine Stelle. Wenn du es selbst beigebracht hast, geht es meistens auch. Ja, wir haben ja Fachkräftemangel in dem Bereich, aber wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Also im Endeffekt musst du eigentlich überlegen, wie du die Prioritäten setzen willst. Ich persönlich mache es halt so, ich studiere und mache halt nebenbei noch meine Sachen. Das ist natürlich zeitlich manchmal ein bisschen schwierig, aber geht. Also ich krieg's hin. Ja, muss man halt immer überlegen, wie viel Zeit man wo reinstecken will und wie schnell man dann beispielsweise auch sein Studium abschließen möchte. Genau. Also so einen direkten Tipp kann ich eigentlich nicht geben, außer dass du halt überlegen musst, okay, was willst du wirklich erreichen, was interessiert dich und dann halt abzuwägen. Ja. So, dann musst du heute erstmal noch zur Schule, trotz Lockdown, um eine Deutschklausur zu schreiben. Das ist ja... Und ich dachte, jetzt fallen alle Klausuren aus, weil jetzt hier Lockdown ist. Ja, das ist natürlich wirklich ätzend. Vor allem nicht nur Klausur, sondern auch noch eine Deutschklausur. Das ist quasi, also das ist wirklich doppelte Bestrafung. Das geht gar nicht. Sowas sollte verboten werden, wenn er mich fragt. Möchtest du danach selbstständig arbeiten? Gut, wenn du komplett selbstständig arbeiten willst danach, dann ist selbst beibringen vielleicht tatsächlich die beste Option. Du musst halt schauen, wie du gerade am Anfang über die Runden kommst. Das heißt, ob du halt irgendwie von den Eltern entsprechend finanziert wirst, weil wenn du dich selbstständig machst, wird es wahrscheinlich erstmal ein bisschen dauern, bis du entsprechend eine ausreichende Menge an Einnahmen generierst. Das kommt üblicherweise nicht vom ersten Tag auf den anderen. Und vor allem nicht als Spieleentwickler. Also so als Informatiker geht es eigentlich relativ gut, sich selbstständig zu machen, als Freelancer beispielsweise zu arbeiten. Im Bereich von Games ist es eigentlich, das ist, sagen wir mal, mit einer der schwierigsten Bereiche tatsächlich, soweit ich das weiß, um sich da selbstständig zu machen. Zumindest von meiner Einschätzung her. Deswegen, naja, schwierig, ist durchaus machbar, aber muss ich halt entsprechend reinhängen. Und wie gesagt, funktioniert natürlich nicht vom ersten Tag an, in der Regel zumindest. Das heißt, da muss halt ein gewisses Backup vorhanden sein. So, Gedichtsanalyse. Oh je, zum Glück ist das Zeug für mich rum. Da bin ich echt heilfroh, dass ich sowas nicht mehr machen muss. Jetzt kann ich mir ein Gedicht anschauen und sagen, nee, danke, lass mal. Ja, ich hatte auch ein paar schlimme Deutschklausuren. Also Deutschklausuren waren wirklich immer... Es war ein Glücksspiel eigentlich. Wo man aber eigentlich auch nur verlieren konnte. Also wie ein typisches Glücksspiel. Ne? Wann gewinnt man schon in einem Glücksspiel? Eigentlich nie. So, wir können jetzt zum Beispiel auch hier bei einer Construction Site sagen, dass wir hier auch Base Building extenden.
wollte zwar eigentlich was anderes machen, aber egal, machen wir das hier mal ganz kurz. Ja, das funktioniert ja genauso und dann, ah gut, hier fehlen ein bisschen die Sachen. Okay, lassen wir erstmal noch für den Moment. Für den Moment lassen wir es. Wir werden es später noch hinzufügen. So. Dann machen wir erstmal das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar hier, ebenfalls eine Base Building Data Klasse zu erstellen. Und hier, Extends Building Data. Das ist natürlich interessant, dass wir hier. Warum ist das hier eine abstrakte Klasse? Das sollte wirklich keine abstrakte Klasse sein, sondern ein Interface. So. Perfekt. Da haben wir hier Implements. Das muss natürlich abstrakt sein, das ist klar. Und jetzt haben wir natürlich so ein paar Probleme, weil wir hier überall Implements schreiben müssen. Das kann jetzt ein bisschen ätzend werden. Das muss das überall umändern. Naja. So. Deine Eltern halten dich für bekloppt, aber du willst es durchziehen. Ah, gut. Ich meine, wie gesagt, so im Games-Bereich ist tatsächlich, glaube ich, relativ schwierig, selbstständig zu sein. Na gut, du kannst natürlich, gut, keine Ahnung, wie alt du jetzt bist im Moment, aber prinzipiell in der Schulzeit kann man oft auch schon relativ viel Zeit nebenher nutzen, um andere Dinge zu tun, wie beispielsweise, wenn du jetzt hier Richtung Spiele entwickeln gehen willst, entsprechend halt schon mal ein bisschen anzufangen und vielleicht auch schon mal eine oder andere Sache zu releasen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie funktioniert das, wie aufwendig ist es, was sind zum Beispiel Artstile, die ich hinbekomme oder muss ich vielleicht auf was anderes zurückgreifen und zum Beispiel auch Grafiken kaufen oder so Geschichten, je nachdem halt, wie es aussieht. Und auch zum Beispiel was für Plattformen, Mobile oder Desktop, und man kann sich vielleicht auch schon mal eine kleine Nutzerbasis aufbauen. Ja, lauter so Dinge kann man natürlich schon machen, während man in der Schule ist. Ist natürlich immer die Frage, klar, man hat auch in der Schulzeit schon mehr als genug zu tun, aber also ich habe es zumindest eigentlich immer geschafft, auch ein bisschen Zeit so rauszunehmen und für andere Dinge zu verwenden. So. Game Jams sind dafür ganz nett, wenn du einfach mal was fertig machen möchtest. Ja, genau. Oder, ich meine, es muss nicht zwingend eine Game Jam sein, aber halt einfach Projekte, die vom Scope her klein sind. Also als allererstes Projekt empfehle ich wirklich was sehr Kleines. Wirklich, ich habe zum Beispiel damals Just a Paddle, war eigentlich mein erstes so richtiges Spiel, was ich dann auch released habe. Das kann ich sehr empfehlen, wirklich ein Spiel, ein kleines Spiel, von Anfang an wirklich bis zum Release fertig zu bringen und dann auch zu releasen. Das ist schon eine wirklich wichtige Erfahrung. Und danach kann man ein bisschen den Scope vergrößern, aber halt auch noch nicht zu sehr. Und das ist dann, das wäre meine Empfehlung. Ja. So, Marco Buhl, einen wunderschönen guten Abend an dich. Hallo, Komma soll. Und dann hört die Nachricht auf. Vermutlich kommt da noch mehr. Und da kommt irgendwas, was man hier am besten. Okay, Moment. Ihr seht das ja auch, ne? Ich vermute mal, es wurde schon bei den anderen Plattformen rausgefiltert oder so, keine Ahnung. Aber bei Followers, Primes and Viewers, okay, bla bla bla. Ja, alles schön und gut. Aber jetzt die IP. Was? HTTP 127.0.0.1, also Localhost? Also das verstehe ich jetzt gar nicht. Hä? Wer bitteschön? Hä? Ich kann doch nicht auf dem Low. Also. Okay, ich also das war das Lustigste, was ich bisher gesehen habe hier in so einem Chat. Wie soll ich mir denn auf meinem Localhost was kaufen? Also, die Person, die das macht, muss entweder ist es einfach ein richtiger Troll. Da hat es gut funktioniert, weil ich musste echt lachen. Ich meine, hinten dran kommt noch bigfollows.com, keine Ahnung. Aber warum ist da Local? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist richtig merkwürdig. Naja.
Ob du deine Spiele und Apps in Java oder C++ schreiben sollst, möchtest du die perfekte Performance haben. Für die perfekte Performance definitiv C++. Gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel reines C zu nehmen oder Rust, geht auch ziemlich gut von der Performance her. Aber wenn es um Performance gehen soll, dann ganz klar C++. Man kann auch in Java ziemlich performant schreiben und programmieren, keine Frage, aber wenn es wirklich um die perfekte Performance, wie du es nennst, gehen soll, dann definitiv C++ oder generell irgendeine Sprache, die halt wirklich kompiliert wird. Und zwar direkt im Maschinencode. Java ist ja beispielsweise eine interpretierte Sprache, wie viele andere auch. Aber eben C++, C, Go wäre auch noch eine Möglichkeit. Ist aber jetzt zumindest im Games-Bereich nicht sonderlich vertreten. Und Rust, wie gesagt, das sind alles kompilierte Sprachen, die direkt im Maschinencode kompilieren. Und die sind entsprechend auch immer eigentlich schneller als eine interpretierte Sprache. Wie soll es auch anders sein? Wenn der Compiler zumindest halbwegs sinnvoll ist. Man könnte natürlich einen Compiler so schlecht schreiben, dass der Code, den er ausgibt, schlechter ist als eine interpretierte Sprache, aber sofern der Compiler halbwegs was taugt, passiert das eigentlich nicht. Und ja, wenn du Android-Apps programmieren willst, wird es ein bisschen schwieriger, weil dann geht auch mit C++, keine Frage, aber da ist Java vermutlich doch oder Kotlin doch eine simplere Alternative, gerade für den Anfang. Aber Android-Apps kann man durchaus auch mit C++ schreiben, allerdings habe ich da tatsächlich keine Erfahrung mit. Ich habe meine Android-Apps immer ausschließlich in Java bisher geschrieben. So. Ob ich weiß, wie man in C++ eine Android-App schreiben kann und am Computer testen, ja, bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. Habe ich leider noch nie gemacht, weiß nicht wirklich. Es gibt das sogenannte Android NDK, also das Native Development Kit, mit dem das wohl geht. Also mal in die Richtung schauen, Android NDK. Aber ich persönlich habe damit leider noch so gut wie gar keine Erfahrung. Deswegen kann ich da leider nicht groß weiterhelfen. Und zur anderen Frage, ob ich bei Advent of Code mitmache, das muss ich leider verneinen. Habe ich nicht die Zeit für gefunden. Ich habe irgendwann mal ein Video reingeschaut, bin aber nicht so richtig. Ja, weiß ich nicht. Also ein Video aus der Reihe habe ich mal gesehen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind es quasi Programmier-Challenges an jedem. Wie so ein Adventskalender, oder? Sehe ich das richtig? Oder habe ich dafür zu wenig geschaut? Ich weiß es nicht. So, gut. Wir machen mal kurz weiter hier. Building Data, genau. Ah ja, ich glaube, wir kompilieren jetzt schon, ne? Dann ging das ja doch schneller als gedacht. Ja, da muss ich mal, bei sowas muss ich immer sagen, also bei solchen Programmier-Challenges, habe ich meistens nicht so den Nerv zu, weil so, ich habe immer eigene Projekte, an denen ich arbeite. Und ich stecke lieber meine Zeit da rein, als quasi ein künstliches Problem sozusagen zu lösen. Ja, ich löse lieber die Probleme, die ich tatsächlich habe, als dass irgendwer mir extra Probleme geben muss, um sie zu lösen. Ja, das ist natürlich gut zum Lernen und so, klar, keine Frage. Also, ich sage nicht, dass das irgendwie eine schlechte Idee ist oder so. Kann ich durchaus empfehlen. Oder wenn man zum Beispiel keine Idee hat, was man gerade machen soll, was man programmieren soll. Allerdings ist das halt ein Zustand, den ich, glaube ich, noch so gut wie nie hatte. Ich habe eher 10 Ideen, was man machen könnte, was ich machen will. Und weiß dann nicht, mit was ich als erstes anfange. Ja, aus dem Grund habe ich mir das jetzt nicht so genau angeschaut. Aber klar, ne? Wenn irgendwer sagt, okay, das ist was, nach was ich suche, dann ist das, denke ich, auf jeden Fall empfehlenswert. So, aber wie gesagt, für mich eher nicht. So. Gut, da wollen wir hier mal Zeug hinzufügen. Also, gehen wir mal ins Depot und schauen mal ganz kurz, was wir da so haben. Wir haben nämlich da diese Varianten. ID, XY, Height, Planet. Theoretisch müssen wir noch mehr übertragen. Wir haben ein Base-Building, haben wir auch noch die Faction und die Description. Gut, die Description braucht man theoretisch wirklich nicht. Die Faction müssen wir aber eigentlich übertragen, soweit ich das sehe. Ja, also wir übertragen auch die Faction. Man kann sie zwar, je nachdem, vielleicht ein bisschen aus dem Kontext rausziehen oder auch hier, also wenn der Spieler beispielsweise jetzt ein Gebäude gebaut hat. Weil die Faction brauchen wir sogar eigentlich tatsächlich. Ich glaube, um die kommen wir nicht wirklich drum rum. Was man vielleicht machen könnte, wäre, dass man den Planet nicht abspeichert, weil man in der Regel
man lädt halt einen Planet und dann kriegt man auch die Gebäude mit dazu. Dann weiß man, okay, ich lade gerade den Planet, also wird das Gebäude vermutlich auf dem Planeten drauf sein. Aber der Planet sind 4 Byte. Also das ist noch nicht zu teuer. Und es ist eigentlich eh noch nicht wirklich die Zeit gekommen, um sich über Optimierung groß Gedanken zu machen. An der Stelle sind wir eigentlich noch nicht unbedingt. So, Create Building, das kann man nicht überschreiben. Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, das muss der Spieler immer noch overriden. Warum muss er das overriden? Er muss es eigentlich implementieren. Na gut, doch, ist schon sinnvoll, dass ein Override da ist, ja. Get Type, auch das ist was, was wir uns nicht kümmern. Aber wir haben hier Encode und Decode. Und die beiden möchte ich hier noch überschreiben. Da unten sind sie. Wir können eigentlich direkt mal hier den Code kopieren. Das sollte eigentlich schon mehr oder weniger passen. Und dann haben wir hier einfach noch Network Translation Helper Encode Faction. Und dann haben wir this Faction und Output. Und dann haben wir da unten this Faction ist gleich Network Translation Helper. Oh, ich glaube, Moment, okay, das möchte ich jetzt ausprobieren. Hat er das gerade komplett vorgeschlagen? Ah, schade. Wenn er jetzt noch den Input ausgefüllt hätte automatisch, das wäre krass gewesen. Aber es war so schon relativ krass. Ich möchte es nicht kleiner reden, als es war. Das war ein sehr guter Moment, ja. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe. So, Müller Goldman, einen wunderschönen guten Abend an dich. Willkommen. So. Ja, da haben wir das eigentlich auch schon gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier mal die Depot-Data etwas verändern, indem wir jetzt hier Extends-Base-Building-Data schreiben. Und wir können eigentlich alles hier rausnehmen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr das und das. Oh. Ah, seht ihr das? Wie es einfach kleiner wird? Ah, ist wunderbar. Hier war gerade ein Semikolon. In C++ bräuchte man das jetzt. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch hingemacht. Aber hier war es natürlich eigentlich unnötig. So, Faction haben wir jetzt auch. Das ist einfach this.faction. Und dann passt das hier eigentlich. Und hier muss ich das entsprechend noch setzen. Faction gleich this Faction. Und dann passt das eigentlich auch schon. Gut, jetzt haben wir natürlich sehr viel Code verändert, viel Code gelöscht, aber auch welchen hinzugefügt. Und wir müssen einfach mal wieder testen, ob es läuft. Wer weiß, wahrscheinlich geht jetzt gar nichts mehr. Na, ich meine, wir hatten ja zuletzt das Depot noch nicht gesehen, als wir es gebaut haben. Das soll eigentlich immer noch der Fall sein, weil ich wüsste nicht, warum es jetzt plötzlich funktionieren sollte. Das werden wir uns also als nächstes anschauen. So, Jule177, einen wunderschönen guten Abend an dich. Du hast vorhin kurz in den Stream geschaut und als ich mich über die Aufwendigkeit neuer Gebäude geärgert habe, genau. Kannst du nicht einfach mit Hilfe eines Konstruktors in der Gebäudeklasse regeln? Nein, der Grund, ich bin vorhin auch noch kurz drauf eingegangen. Ich kann es in einer Kurzform nochmal erklären. Die Idee ist, also zunächst mal, dass das Ganze modbar ist. Das heißt, dass theoretisch ein Modder hingehen kann und sagen kann, okay, ich hätte gerne ein eigenes Gebäude. Und das heißt, ich möchte, dass der auch sehr viel verändern kann. Das heißt, der kann neue Daten hinzufügen, die noch gar nicht vorhanden sind. Also an die ich noch gar nicht denke hier beim Entwickeln. Es könnte sein, dass er sagt, okay, ich würde gerne, keine Ahnung, das aktuelle Sternbild abspeichern, warum auch immer, was weiß ich. Das aktuelle Sternzeichen. Keine Ahnung, irgendwas. Ja, das sind Daten, die kann ich nicht vorhersehen. Das kann ich also unmöglich schon in der Gebäudeklasse vorher abspeichern, weil naja, das kann halt ein Spiel und Modder später noch hinzufügen. Und das ist eigentlich auch schon mit der Hauptgrund, warum das alles so kompliziert ist, wie es ist. Denn der kann auch eigene Logik natürlich erstellen für sein Gebäude. Ja, der kann zum Beispiel sagen, okay, in einem Tick möchte ich, dass das Gebäude ein wildes Partikelsystem abfeuert. Ja, beispielsweise. Soll zumindest später möglich sein. Aktuell geht das noch nicht, aber prinzipiell. Ja. Das heißt, in meinem normalen Gebäude möchte ich nicht wildes Partikelsystem einbauen, nur weil ein Modder eventuell irgendwann mal auf die Idee kommt, ein Partikelsystem einbauen zu wollen. Genau, deswegen muss ich halt schon mal verschiedene Klassen dafür haben, für die einzelnen Gebäude, damit die unterschiedliche Logik haben können. Und gleichzeitig ist es dann wiederum so,
dass der eben, wie gesagt, auch mehr Daten haben kann. Daten, die ich so voraus noch nicht kennen kann. Und entsprechend muss das Gebäude quasi auch selbst regeln, wie es die Daten speichert und oder ins übers Netzwerk überträgt und auch wieder quasi aus dem Netzwerk ausliest. Genau, und das macht halt das Ganze etwas komplizierter, als es sonst wäre. Ja, ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Wenn nicht, kannst du natürlich auch gerne noch weiterfragen, wenn noch irgendwas unklar ist. Ja. So, New Game, schauen wir mal hier. Okay, aus irgendeinem Grund ist hier ein Breakpoint, ich weiß wirklich nicht warum. So, da sind wir. Und dann können wir hier entsprechend ein Depot bauen und, naja, gut, wir können es immer noch nicht bauen, wobei, es ist da. Ja, seht ihr? Wenn ich da versuche, jetzt wieder eins zu bauen, ist es rot. Das heißt, ich kann dort nichts platzieren, weil da schon ein Gebäude ist. Das Gebäude ist also da und es wurde auch auf den Client übertragen. Also das Einzige, was scheinbar fehlt, ist, dass es irgendwie nicht gerendert wird, vermutlich. Ist die Frage, kann ich sogar draufklicken? Nee, da passiert auch nichts. Okay. Na gut, aber das Gebäude ist wohl irgendwie da. Es wird nur nicht gerendert. Na gut, es könnte nicht sein, dass das Render hier einfach falsch ist. Wenn ich mir das so anschaue, halte ich das sogar für eine sehr wahrscheinliche Sache. Weil wenn wir zum Beispiel im Production Building gehen, das wird doch bestimmt anders gerendert. Genau, hier fehlen die ganze Koordinatentransformation und der ganze Kappes fehlt hier. Eine relativ alte Variante hier, was ich da habe. Ich weiß gar nicht, was ich genau im Moment brauchen sollte. Time, das brauche ich nicht. X, Y, Z müssen wir aber ausrechnen. Das Y-Displacement brauchen wir. This Height ist das einfach. Beziehungsweise wir könnten hier Get Height Above Zero aufrufen, theoretisch. Dann könnte es jemand überschreiben und dann einen anderen Wert reingeben. Ja, wie auch immer. So, dann kann man das noch machen, auch wenn, glaube ich, Building Z Offset ist 0 und Height Z Multiplier ist auch 0. Ist also eigentlich unnötig, der Code zum Berechnen von Z. Also zumindest der Teil hier. Naja. X, Y, Z. Dann die Breite mal 2 und dann hier rüber. Ja. So, ich schreibe das hier einmal raus. So, zack. Desk, Texture, Get Texture Region, Animation Time. Ja, dann kriegen wir einfach den aktuellen Frame, den wir zeichnen wollen. Und dann auch hier, das Rendern muss ich auch noch vereinfachen. Das ist auch noch zu viel Code, den man hier schreiben muss. Wie man sieht, zum Glück muss ich das nicht machen, das brauche ich wirklich nur für. Wobei. Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, brauche ich das auch. So, das sollte aber passen. Ja, von einer Zeile sind wir hier auf, ja, so 16 Zeilen gewachsen oder sowas. Das ist schon recht ordentlich. Naja. Genau, ja, es ist, es wäre halt der Fall. Ich will natürlich, dass die Logik sich halt unterscheiden kann. Genau. Und dafür brauche ich halt immer, in Java komme ich eigentlich nicht drum rum, als dass ich verschiedene Klassen dafür erstelle. Wenn ich die Logik variieren will, also das, was das Gebäude wirklich macht, quasi den Code im Gebäude, dann muss ich halt eigentlich eine andere Gebäudeklasse erstellen. Genau. Und dann will ich halt noch zusätzlich das
die verschiedenen Gebäude unterschiedliche Daten speichern und übers Netzwerk übertragen können. Und dadurch kommt eigentlich die ganze Komplexität zustande. So, was ist meine Meinung zu Programmiersprachen für Anfänger, wie dich, die damit anfangen wollen? Das kommt ein bisschen darauf an, mit was du anfangen willst. Also, was für dich die Prioritäten sind. Ich persönlich habe mit C++ angefangen und fand das eigentlich relativ angenehm. Also, ich bereue es nicht. C++ ist nicht unbedingt die typische Einsteigersprache. Aber es funktioniert durchaus. Und ja, C++ ist halt gut, wenn man High-Performance-Code schreiben will. Ja, wenn also wirklich, wenn die Performance wichtig ist, dann ist C++ auf jeden Fall eine ziemlich gute Sprache. Aber gleichzeitig ist es so, dass so bibliothekenmäßig und so ist da nicht ganz so viel vorhanden. Das heißt, wenn man jetzt wirklich schnelle Spiele programmieren will, ist das, denke ich, nicht zwingend die beste Wahl. Um wirklich schnelle Spiele zu programmieren, würde ich eigentlich empfehlen, eine Engine zu nehmen. Das ist das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, um Spiele möglichst schnell releasen zu können. Also gerade als Indie-Entwickler ist das eigentlich das Einzige, was wirklich sinnvoll ist. Gerade wenn du entsprechend auch Geld damit verdienen musst, weil sonst mit C++ brauchst du eigentlich zu lang. Ja, oder was auch noch geht, libgdx, was ich jetzt hier im Moment zum Beispiel verwende, das geht auch noch relativ gut. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Zwischending. Ja, es ist jetzt nicht so wie eine Engine. Das heißt, ich muss hier immer noch relativ viel selbst, gerade den Programmfluss muss ich selbst steuern. Aber gleichzeitig wird mir schon viel abgenommen. Das heißt, er kann halt eigene Shader laden, der hat einen Texturatlas, kann der selbst erzeugen und der hat hier einen Batch, um Sprites zusammen. Also, der nimmt mir schon viel Arbeit ab. Genau. C++ ist interessant, wenn man sich halt vor allem für die Technik dahinter interessiert, sag ich mal. Wenn man wirklich wissen will, okay, wie funktioniert was und wie kann ich eben möglichst performanten Code schreiben, dann ist es gut. Aber wenn die Entwicklung von Spielen wirklich im Vordergrund stehen sollte, also das wirklich das Endprodukt, dann ist eine Engine eigentlich mit das Sinnvollste, würde ich sagen. Du möchtest mit Visual Studio arbeiten, aber ohne Unity, ja, bin gerade überlegen, was da am besten, am empfehlenswertesten ist. Ich meine, es gibt für C++ auch so ein paar gute Bibliotheken, die auch schon relativ viel abnehmen. Nicht so viel wie die libgdx, aber auch schon einiges. Beispielsweise wäre SDL, SFML und gibt sicherlich noch ein paar, die ich vergessen habe. Da gibt es schon auch ein paar ganz gute. Es gibt, glaube ich, auch, wie hieß es denn? Ah, es gab noch was anderes Gutes. Das könnte ich eigentlich auch mal empfehlen, aber mir ist gerade der Name entfallen. Waylib, genau, Waylib heißt es. Hat nichts mit Raytracing zu tun, glaube ich zumindest. Waylib ist, glaube ich, auch empfehlenswert. Auch das ist C, glaube ich, sogar. Aber man kann, also C, wenn man mit C++ programmiert, kann man immer auch C-Bibliotheken verwenden. Das ist das Schöne daran. Das heißt, kann man sich da entscheiden, ob man C oder C++ verwenden will. C-Sharp, wenn man nicht Unity verwenden will, C-Sharp für Spielentwicklung geht auf jeden Fall, keine Frage. Meine Empfehlung wäre es nicht, aber geht alles, keine Frage. Genau, C++ und Unity geht nicht. Ja, das stimmt. Unity ist zwar, soweit ich weiß, in C++ geschrieben, also die Engine an sich, aber um die Engine zu scripten, da geht nur C-Sharp. Genau. Du hast gerade meinen Link im Forum gesehen. Erstmal einen wunderschönen guten Abend an dich, Orko die Nette, genauso natürlich an Davity. Du hast meinen Link in einem Forum gesehen. Was für ein Forum denn? Ich wurde auf kekma.net gepusht. Okay, das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts, aber jetzt will ich mir das mal anschauen. Kek.net. Habe ich das richtig geschrieben? Nee, natürlich nicht. Dark Adult Humor, okay. 18 plus only. Ja gut, bin ich zwar, aber dann machen wir das vielleicht nicht unbedingt jetzt. Weiß ich zwar nicht, warum ich da lande, aber okay. Finde ich gut. Ist wegen den Bots. Na gut, dann schaue ich halt doch mal rein.
Ich hab doch Angst, weil du schwachen Nerven, mein Scherz. So, du bist von Keckmar. Was ist denn hier los heute? Meine Güte. Also erstmal willkommen an alle, die hier gerade. Das hatte ich jetzt auch noch nicht, muss ich zugeben. Okay, ja, dann war, glaube ich, keine so gute Idee. Das war etwas laut. Oh, meine Ohren. Ah, zugegeben. Ich bin ziemlich... Heieiei. Ja, das war ein Jumpscare. Aber warum ist es auch so laut? Ah. Na. Das lassen wir es erstmal. Ah. Puls erstmal auf 180. Nee, ihr habt euch wahrscheinlich auch erschreckt. Vermute ich mal. Ah. Sehr, sehr schön. Na gut. Das Problem ist vor allem, dass ich meine Musik halt immer sehr leise drehe im Stream. Deswegen war alles gerade übertrieben laut. Ah, auf jeden Fall willkommen dann alle. Das war ja doch durchaus recht lustig. So, nichtsdestotrotz, ich lasse mich nicht zu sehr ablenken. Wir machen ja mal ein bisschen weiter. Genau, wir dürfen das Ganze jetzt eigentlich rendern können. Wollen wir das mal ausprobieren, ob das auch tatsächlich klappt. Die Keckma-Gang ist hier, sehr schön. So. Ja, da wird es gerendert. Sehr schön. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier, eigentlich müsste es in die Ecke noch einen Tick weiter rein. Wobei, nee, ich glaube, das ist von dem und dem Teil. Ich habe immer das Gefühl, dass das Gebäude quasi eins zu... Ja, guck mal hier, doch, das ist irgendwie eins zu tief. Ein Pixel zu tief quasi. Das ist irgendwie etwas merkwürdig. Problem ist, so ein Pixel Offset. Gut, es spricht eigentlich dafür, dass die Teils davor ein Pixel zu groß sind. Das ist alles etwas merkwürdig. Naja. Ob ich eventuell solchen Leuten einen Discord-Server machen kann und denen ein bisschen helfen kann. Ich habe schon Discord. Findest du, glaube ich, sollte theoretisch verlinkt sein. Ansonsten einfach chat.pilzscharf.de im Browser eingeben. Dann kommst du da drauf. Genau, aber ja, da werden entsprechend so ein bisschen Fragen beantwortet. Meist nicht von mir, weil ich bin nicht so häufig online, muss ich zugeben. Ja. Aber da findest du ein paar andere Leute. Er ist im Moment nicht zu aktiv, aber hin und wieder kann er da einer durchaus weiterhelfen. So, welche Programmierersprache ich verwende, das ist Java, was ich verwende, mit dem libgdx-Framework. Genau. So. Na gut, ich meine, für den Moment ist es okay. Es ist jetzt auch kein Riesenproblem. Ja. Wir könnten halt einfach, wenn ich das weiß, kann ich die Grafiken entsprechend quasi ein bisschen anpassen. Aber hier ist es eigentlich auch, es ist merkwürdig, ist eigentlich vor allem auch, dass es ein Pixel quasi zu niedrig ist. Es ist quasi wirklich, es wird es falsch gerendert. Hat das vielleicht was mit der Höhe zu tun? Sollte, denke ich, eigentlich passen. Global Height, Dry Displacement. Wir können ja mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn wir keine Höhenverschiebung haben. Aber ich vermute mal, das ist dasselbe Problem. So, Gewinnvolta, einen wunderschönen guten Abend an dich.
Genauso an den Messias, den Pizzabesteller, glaube ich auch nicht erwähnt. Und Xorraxrax. Da habe ich, glaube ich, ein Buch, was so heißt. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Libgetix, sehr unmännlich. Naja, muss ja nicht jeder verwenden. Was ist denn männlicher? So. Eins Nils, einen wunderschönen guten Abend an dich. Ob ich mal Voice kommen kann. Ich bin tatsächlich auf meinem Server sehr selten Voice, beziehungsweise ich glaube, wir haben im Moment nicht mal einen richtigen Voice-Channel. Also nee. Komme ich leider nicht. Es ist selten, dass du mich auf dem Voice antreffen wirst. So. Na gut, ehrlich gesagt, das ist eigentlich schon die tiefste Ebene. Also eigentlich, glaube ich, haben wir da keine allzu großen Probleme. Ja, hier sieht es genauso aus. Ich meine, wir könnten natürlich, es ist, bin mir gerade gar nicht sicher, ob das in Pixel angegeben wird. Nee, eigentlich nicht. Ich meine, die Blöcke haben natürlich auch hier, es könnte sein, dass die Blockhöhe falsch berechnet wird. Ja, das würde ich fast vermuten, dass es daran liegt. So. Terrell Apeman, einen wunderschönen guten Abend an dich. Genauso an den 1 Nils, den hatte ich glaube ich schon, ne? So. Was ich genau code, ein Spiel. Genau, ist so eine Mischung aus, ich sag mal, auch eine Mischung aus Factorio und Anno. Genau, das ist die grobe Idee. Man sieht noch nicht allzu viel davon, zugegebenermaßen. Aber gut, wir kommen langsam, aber sicher voran. So, hier ist jetzt auch ein Problem. Aha. Ich kann jetzt das Menü öffnen, das ist schon mal sehr praktisch. Aber man sieht noch nichts. Das heißt, es liegt einfach daran, dass wir ein Empty Storage hier haben. Ja? Deswegen sehen wir hier im Moment nichts. Naja, gut, okay, von mir aus. Schauen wir mal ganz kurz im Renderable Planet. Weil da werden die Bodenteils gesetzt. Hier, genau. Gut, hier erhöhen wir es einfach ganz normal. Das sieht auch alles richtig aus. Aber eigentlich müsste hier irgendwo die Y-Koordinate noch weiter verändert werden, glaube ich. Hier. Das dürfte die entsprechende Zeile sein. Unser Übeltäter. Also, die Idee ist, dass wir das ein bisschen mit der Breite verrechnen. Wir teilen die Höhe durch die zweifache Breite. Dadurch kriegen wir im Endeffekt das Seitenverhältnis. Ich bin gerade leicht verwirrt. Moment mal. Hier, das ist mal 2. Auf was bezieht sich das denn eigentlich genau? Was ist das hier? Das hier? Ich probiere es einfach mal aus. So. Es gibt ein Video von Januar 2018, ist das in etwa der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe. Das kann sein, ja. Also das Spiel ist schon ein bisschen länger. Es dürfte sogar noch Ende 2017 gewesen sein. Also jetzt dann langsam 3 Jahre tatsächlich schon. Ja, habe natürlich nicht immer super aktiv dran gearbeitet. Wobei ich meistens tatsächlich hier zumindest einmal die Woche den Stream hier mache. Das heißt, zumindest einmal wöchentlich habe ich dran gearbeitet. Zwischenzeitlich auch mal mehr, aber ja. Und man sieht jetzt auch im Moment nicht alles, was ich schon implementiert habe, aber den Großteil eigentlich schon. Da gibt es auch schon einen Multiplayer, der prinzipiell funktionieren sollte.
Habe ich aber schon länger nicht mehr getestet, muss ich zugeben. Naja. So. Echte Männer hucken den Grafikkern oder das Grafikkern-Subsystem, um dort vorne User Mode Present Calls Zeug zu zeichnen. Sehr schön. Lustigerweise habe ich, ja gut, ganz so krass doch nicht. Aber was ich schon probiert habe, ist zumindest ohne einen laufenden User Space, also ohne zum Beispiel Xorg oder ähnliches, tatsächlich schon Zeug zu rendern. Und das geht tatsächlich. Aber zugegebenermaßen ist es nicht unbedingt die Art und Weise, wie ich dauerhaft arbeiten würde. Aber es ist sehr interessant, das mal zu machen. Das gebe ich dir recht. Mal als Experiment kann es durchaus sehr interessant sein. Gut, in meinem Fall habe ich einfach so einen Software-Frame-Buffer. Das heißt, man zeichnet dann quasi jeden einzelnen Pixel, so wie man will. Ja, wobei prinzipiell, was ich eigentlich auch mal machen wollte, ist das Ganze mit Vulkan zu testen. Das sollte prinzipiell auch gehen. Habe ich aber noch nicht weiter getestet. Aber das habe ich eigentlich vor, tatsächlich bald mal zu machen. So, ja gut, dann schauen wir mal. Ja, sieht falsch aus. Das erkenne ich ja schon mal. Ja, okay. Damit hat sich die Frage zumindest geklärt. So, das heißt, wir nehmen hier das Verhältnis zur Höhe, zur Breite mal 2 und dann subtrahieren wir davon nochmal 1. Ist irgendwie etwas merkwürdig, meines Erachtens. Aber im Endeffekt haben wir einen konstanten Offset, den wir ändern wollen. Das heißt, eigentlich müssten wir hier mit dem Wert rumspielen und schauen, was passiert. Weil wenn wir tatsächlich einen Pixel haben, ich meine, wir könnten natürlich prinzipiell einfach hingehen und sagen, hey, wir rechnen mal hier plus 1 drauf. Damit haben wir ja im Endeffekt die Höhe ja einen Pixel größer gemacht. Das heißt, vielleicht funktioniert es ja, wer weiß. Doch, das sieht tatsächlich schon relativ gut aus. Jawohl. Wir haben es gefixt. Gut, warum auch nicht? Das war jetzt tatsächlich relativ simpel, wenn man halt drüber nachdenkt. Ja, doch, das sollte eigentlich stimmen. Auch hier oben ist jetzt eigentlich die Pixelgröße richtig, der Abstand. Ja, sehr schön. Das passt wohl. So, Respekt für diese Geduld. Ja, durchaus. Also, ich würde auch sagen, es ist nicht unbedingt üblich, 3 Jahre am selben Projekt zu arbeiten. Auch für mich nicht. Ich wechsle, ich meine, ich habe auch andere Projekte, die ich nebenher noch mache, abgesehen von dem hier. Und die wechseln durchaus häufiger durch. Aber hier irgendwie, da ich auch immer die Streams und so mache, habe ich doch immer eigentlich Motivation, zumindest ein bisschen dran weiterzuarbeiten. Naja, und wer weiß, vielleicht wird das irgendwann ja sogar fertig. Mal sehen. Mal sehen. So, aber gut, das Depot ist jetzt da und wird richtig gerendert. Ich würde sagen, wir committen das Ganze einfach mal. Denn wir haben jetzt viel gemacht. Renders. Correctly. Was wir gleich auch noch kurz testen können, ist, ob das auch für die anderen Dinge funktioniert. Für die anderen Gebäude. Weil das ist jetzt eigentlich hier gerade eine Änderung, die sollte für alle anderen Gebäude auch funktionieren. Weil da hatte ich eigentlich das ähnliche Problem die ganze Zeit. Also schauen wir mal. So, also, dann bauen wir einfach mal wieder hier unser übliches, ich mach's auch mal groß, unsere üblichen Produktionsgebäude und jawohl, jetzt ist das hier endlich richtig aligned auf den Blöcken. Perfekt. Versteht zwar immer noch nicht so genau, woher dieser eine Pixel kommt, den wir da umändern müssen, aber es liegt, glaube ich, ein bisschen an der Art und Weise, wie die Grafiken hier aufgebaut sind. Nun ja. So, warum ich dieses Spiel nicht in C++ geschrieben habe, fragst du aus Interesse.
Dadurch noch nicht ganz entschieden hast, ob du C durchziehst oder mit Java weitermachen sollst. Tatsächlich war es damals, ich würde, wenn ich neu anfangen würde, vermutlich tatsächlich mittlerweile auf C++ setzen. Aber damals, die Hauptentscheidung war eigentlich, dass ich tatsächlich mit einem Team angefangen hatte. Ja, ich bin zwar mittlerweile eigentlich der Einzige, der in irgendeiner Weise aktiv hieran arbeitet, aber angefangen haben wir tatsächlich zu viert. Und der Großteil des Teams, also eigentlich fast alle außer mir, ich glaube alle außer mir, konnten Java, aber C++ halt noch nicht. Und ich dachte, okay, statt denen jetzt irgendwie Ewigkeiten C++ beizubringen, zu der Zeit habe ich so oder so eigentlich relativ viel Java gemacht. Dachte ich mir, können wir da einfach das verwenden, zumal ich hier auch dann entsprechend libgdx dann verwenden konnte, was uns einfach gerade am Anfang ein bisschen Zeit spart. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Wie gesagt, mittlerweile würde ich, glaube ich, fast mit C++ anfangen. Oder vielleicht sogar auf C. Ja, wenn ich C++ sage, meine ich eigentlich fast immer zwar schon C++, aber mit mehr oder weniger fast nur C-Features. Also ich beschränke mich meistens auf die wesentlichen Dinge. So würde ich es einfach mal nennen. Die neuen, so alles nach C++ 11 nutze ich eigentlich gar nicht. Kann man C++ in Java einbinden? Jawohl, das geht. Habe ich allerdings, ehrlich gesagt, selbst noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass es geht. Generell gibt es eigentlich immer eine Variante, um sogenannte Native-Sachen aufzurufen. Also Native Functions. Wenn du mal Java Native Function googelst, da solltest du eigentlich schon irgendwas finden zu. Also geht auf jeden Fall. Das ist auch zum Beispiel auch die Variante, wie man hier in Java überhaupt mit OpenGL interagieren kann. Also im Endeffekt, OpenGL ist eine C-Library oder eine C-API. Und dann wird eben hier in Java, werden die C-Function-Calls werden quasi in Java übersetzt, sodass ich sie aus Java dann darauf zugreifen kann. Und das wird dann in dem Fall von LWGL gemacht. Also Lightweight OpenGL Layer oder sowas heißt es, glaube ich. Genau. Also geht auf jeden Fall. Und wie ich C++ gelernt habe, einerseits habe ich auch ein bisschen Tutorials auf YouTube angeschaut. Aber dann richtig gelernt habe ich es eigentlich, als ich dann ein Buch entsprechend zu dem Thema gelesen habe. Denn als ich angefangen habe, gab es tatsächlich auf YouTube leider noch nicht sonderlich viel C++-Content. Also das Einzige, was es gab, es gab ein paar deutsche Tutorials, die waren aber sehr kurz und sehr nicht sonderlich umfangreich. Und dann gab es englische Tutorials natürlich, aber damals, als ich angefangen habe, war ich im Englischen noch nicht so flüssig. Deswegen wollte ich ein deutsches Tutorial anschauen. Und dann dachte ich irgendwann, als ich es dann selbst konnte, dann mache ich einfach selbst ein Tutorial. Und so ist meine C++-Tutorial-Reihe mehr oder weniger entstanden. Es hatte mich genervt, dass ich damals keins hatte. Und dann dachte ich, hey, dann mache ich halt einfach eins. Ja. aber richtig gelernt habe ich es tatsächlich mit Büchern eigentlich. Ja, und richtig geholfen hat mir damals eigentlich das Buch C++ für Spieleentwickler von Heiko Kallister. Das war eigentlich so, das war mit eins der besten Bücher. Ich hatte davor noch ein anderes, das fand ich aber nicht so gut. Genau, kann ich also nur empfehlen, weil das Buch mittlerweile ein bisschen älter ist, aber Programmiersprachen ändern sich in der Regel nicht so sehr und ich würde die neuen C++-Features so oder so nicht verwenden, von dem her ist es eigentlich völlig egal. So, Retex, ich glaube, ich hatte dich noch gar nicht begrüßt, oder? Willkommen auf jeden Fall. So. Aber mit Java auch Spiele fürs iPhone und Konsolen machen kann oder nur für Android. iPhone ja, also mit libgdx zumindest. Funktioniert dann aber so, dass du quasi eine virtuelle Maschine, also eine Java JVM, die halt auf iOS läuft. Die nennt sich RoboVM, genau. RoboVM. Und dann funktioniert das auf iOS. Für Konsolen geht allerdings nicht. Generell für Konsolen. Also wenn du für Konsolen entwickeln willst, ist eine Engine eigentlich das einzig Sinnvolle. Weil ansonsten, wenn du selbst mit C++ beispielsweise entwickeln willst für Konsolen, brauchst du halt entsprechend eine Lizenz mit Sony für die PlayStation oder eben mit Microsoft für die Xbox. Weil sonst hast du eigentlich überhaupt keinen Zugriff darauf. Ja, die ganzen SDKs und so weiter kriegst du erst, wenn du mit denen einen Vertrag hast.
Und als Indie-Entwickler ist es, zumindest soweit ich weiß, relativ schwierig, da direkt was zu bekommen, sofern du nicht schon zumindest irgendwas präsentieren kannst. Und wenn du wirklich alles von Scratch und C++ machst, dann kann man in der Regel noch nicht so viel präsentieren. Ja, gut, wenn du schon selbst was gebaut hast und das schon auf, keine Ahnung, mit OpenGL oder DirectX oder so läuft oder du da schon was Richtiges zum Präsentieren hast, dann kann das funktionieren. Dann müsste man aber halt wieder komplett einen neuen Rendering-Layer einbauen, was halt auch sehr aufwendig ist. Bei einer Engine, wenn man eine Engine verwendet, muss man zwar immer noch diese Lizenz haben mit Sony und Microsoft, aber man kann halt schon viel früher quasi anfangen zu erstellen. Einfach weil man mit der Engine kann man einen Button quasi drücken und dann ist das Ding exportiert. Und da keinen großen Mehraufwand. Man muss halt nicht extra noch irgendeinen Rendering-Layer einbauen. Ja, deswegen, wie gesagt, für Konsolen würde ich eigentlich ausschließlich auf eine Engine setzen. So, muss heute um 23 Uhr losfahren. Ja, so lange werde ich sicher nicht streamen. So. Aber hast ein LKW direkt vor der Tür stehen. Du bist gerade beladen mit Wasser und Essen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Wie viel nimmt man da mit auf so eine Reise? Also jetzt Essen und so. Wahrscheinlich nicht so viel, oder? Oder geht man da so hin quasi in so ein... So Hamsterkäufe im Supermarkt und haut sich so den ganzen LKW voll. Hast erstmal so eine Jahresration. Wie so manche, weißt du, manche Leute bauen sich ja so Bunker und hauen sich da alles Mögliche rein, so Konservendosen oder so. Aber ein LKW ist doch viel praktischer. Kannst du da alles so lagern und dann, wenn die Welt untergeht, fährst einfach weg. Also, wenn die ganze Welt untergeht, hast du, denke ich, so oder so ein Problem, aber. Immerhin hast du quasi einen Bunker auf Rädern, so ein bisschen. Hat also auch Vorteile. Naja, kommt vielleicht ein bisschen auf die Art der Apokalypse drauf an, ob das praktisch ist oder nicht. So, bis Montag bist du weg. Okay, ja gut, das ist schon bis Montag, das ist eine Weile, ja. Hast du eine ordentliche Strecke vor dir. Bis Rotterdam und dann wieder nach Hamburg. Und dann nach Rostock. Oder wieder nach Duisburg. Okay, das ist ja immer ein richtiger Roadtrip, den du da vor dir hast. Ja, klar. Ich meine, die Pausen sind ja auch vorgeschrieben. Also, und selbst wenn sie nicht vorgeschrieben wären, sind die ja durchaus sehr sinnvoll. Ohne Pause würdest du sie ja überhaupt nicht durchhalten. Da schläfst du wirklich direkt ein. Ich hoffe, du zählst nicht zu den Leuten, die irgendwie während dem Fahren so Zeitungen lesen oder so. Manchmal, wenn man so auf der Autobahn langfährt und so mal auf die LKW-Fahrer achtet, manche sind da schon etwas wild drauf, tatsächlich. Naja. Ich meine, gut, bei einer LKW-Fahrt passiert meistens wahrscheinlich nicht so viel, aber ist, glaube ich, nicht so empfehlenswert. Naja. Ja, wie gesagt, wenn du halt diese Challenge haben willst, dann würde ich keinen Konsolen-Release targeten. Weil das ist schon, das ist schon aufwendig. So, tust du Musik hören, das finde ich gut. So, okay, ja gut, schließen wir das hier mal. Ich glaube, das lief eigentlich alles sehr gut durch. Und dann ist die Frage, ob wir heute noch groß was machen. Ich wollte nämlich heute so oder so nicht allzu lange streamen. Denn ich hatte tatsächlich gestern ziemlich Halsschmerzen. Und ich war gar nicht so sicher, ob ich heute überhaupt streame. Aber da es dann heute eigentlich wieder deutlich besser war, dachte ich, ja gut, komm, mach Maste. Aber nicht allzu lang, um meine Stimme noch etwas zu schonen. Ja. Schau mal, wir haben ja hier schon viel auch verbessert tatsächlich. Also gerade auch hier oben. Wir können natürlich da machen wir noch ein bisschen was. Das heißt zum Beispiel bei der Start Rocket.
Das Ganze ein bisschen vereinfachen. Denn wir haben ja jetzt hier extra das Base Building erstellt. Dann können wir das extenden. Und brauchen wir XY-Height. Da fehlt immer noch die Description. Das ist das hier. Komma Height. So, was kommt noch? Planet und Faction. Irgendwas habe ich wahrscheinlich vergessen. Oder muss es andersrum? Das muss andersrum. Okay, ist ein bisschen unpraktisch. Na, ist egal. Ist ja nur hier der eine Konstruktor, der die Parameter in der Reihenfolge hat. Sollte man sich vielleicht auch vereinheitlichen? Naja. So, manche Kollegen haben auch ihren Laptop auf dem Armaturenbrett. Ja, also man sieht echt wilde Dinge manchmal. So. Letzte Woche wollten wir dir welche Sprit klauen, aber zum Glück warst du da. Warst du da wach? Hast auf die Hupe gedrückt, dann sind sie im Wald verschwunden. Also was kommt öfters vor. Okay, krass, ja. Ich meine, Sprit ist doch im Moment nicht mal so viel wert. Ich meine, der Spritpreis ist so eigentlich relativ tief im Moment. Aber gut. Immerhin passt ja einiges in so einen LKW-Tank rein. Da lohnt es sich dann doch. Aber über die Menge allein. Aber ja, wenn manche das nötig haben, ist schon immer traurig. Naja. Hast immer noch keine Ahnung, was du machen sollst. Und du machst nächstes Jahr einen Abschluss. Ja, dann würde ich dir, glaube ich, tatsächlich empfehlen, einfach, also du musst damit irgendwas anfangen. Und Erfahrungen sammeln. Es ist gar nicht, tatsächlich nicht so wirklich relevant, mit was du anfängst. Du musst einfach eine Sache nehmen und sagen, okay, damit arbeite ich jetzt. Das schaue ich mir jetzt an. Und ich dann halt dort reinarbeiten. Denn ich kenne das. Ich mache das auch manchmal, dass ich mir super viele Dinge, super viele Optionen anschaue und lang überleg, welche ist wohl die beste, mit welcher sollte ich arbeiten und wie auch immer. Und am Ende ist es einfach so, dass einfach anzufangen wäre halt viel schneller und viel sinnvoller. Selbst wenn die Option vielleicht nicht die allerbeste ist, als halt stundenlang Ewigkeiten zu überlegen, welche denn eventuell die beste sein könnte. Also von dem her, such dir irgendwas aus und dann, ui, mein YouTube-Chat ist ein bisschen, ja, gut, jetzt kam wohl hier alles rein. das sah ja gerade lustig aus. Naja, wo war ich stehen geblieben? Genau, einfach mit irgendwas anfangen. Wie gesagt, selbst wenn es nicht die allerbeste Entscheidung ist, man kann sie immer noch im Endeffekt ändern. Und gerade wenn es ums Programmieren geht, wenn du einmal eine Programmiersprache kannst, kannst du alle. Also, dann eine andere Programmiersprache zu lernen, wenn du mal eine kannst, ist relativ simpel. Das ist dann nur noch eine Sache von einem Wochenende, so ungefähr. Kommt ein bisschen auf die Sprache drauf an. Es gibt welche, die sind eher weiter entfernt, sag ich mal, und manche, die sind sehr ähnlich. Aber prinzipiell kann man das dann relativ schnell lernen, wenn man mal programmieren kann. Ach du Heilige. Ja, du erlebst wirklich immer sehr interessante Dinge. Und dagegen ist mein Leben richtig ruhig. Und da beschwere ich mich auch wirklich nicht drüber. Nach 3 Wochen, oh je. Ja, das ist, nicht unbedingt die schönste erste Erfahrung. Also gut, die erste Erfahrung war es nicht, aber ja. Naja, aber danach ist es ja zum Glück nicht nochmal passiert. Ich frage mich manchmal so, wer macht das? Vor allem, also wir wissen ja nicht, was die genau wollten, aber du hast jetzt wahrscheinlich auch jetzt nicht zum Beispiel viel Geld oder so dabei in deinem LKW oder so. Ja, also einen LKW zu überfallen, ergibt meines Erachtens nicht so viel Sinn. Warum? Also, ich meine, klar, ein bisschen was kriegst du bestimmt, aber naja, so wirklich lohnen tut es sich, glaube ich, nicht. Aber wer weiß, ich kenne mich da in dem Metier auch wirklich nicht so aus. So, Kotlin ist nice. Durchaus, wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich selbst mit Kotlin noch fast nie gearbeitet habe. Das heißt, ein bisschen fehlt mir da tatsächlich die Erfahrung. Aber von dem, was ich so bisher gesehen habe und gehört habe, ist das wohl doch, ist das schon sehr gut. Aber hier jetzt noch auf Kotlin umzusteigen, ist mir zu aufwendig. Ich meine, ich glaube, man kann es relativ einfach sogar als Drop-in-Replacement
einbauen, sag ich mal, aber ja, ich sehe da nicht unbedingt den Grund zu. Vor allem, weil, soweit ich das gesehen habe, Kotlin ist ja, glaube ich, ein bisschen mehr so funktionale Programmierung, von der Idee her. Mit funktionaler Programmierung kann ich tatsächlich nicht so viel anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Faction, Desk kann weg, das kann weg und Storage bleibt. Ja, okay. Dann das weg, das brauchen wir nicht mehr. Und das alles hier brauchen wir auch nicht mehr. Aber können wir ja so viel löschen, das ist wunderbar. Ach, ich lösche so sonderlich gerne, es ist unglaublich. So, hier Render, gut, das kann bleiben. Ah ja, wir rendern das Ding im Moment nicht mal. Copy Data, das kann auch erstmal bleiben. Remove. Und Click Create Drop Event, Remove Item, Get ID brauchen wir nicht mehr. Get Position brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ah, wunderbar. Und da haben wir noch die Daten unten, die wir theoretisch auch noch vereinfachen könnten, aber wir lassen sie erstmal. Okay. Ja, also ich meine, der Laptop vielleicht ist noch vielleicht am meisten wert oder das Handy, aber wie viel kriegst du da? Ich meine, es ist alles, sagen wir mal 500. Gut, kommt drauf an, wenn du jetzt so einen mega krassen Laptop hast, aber also in meinen Augen lohnt sich das nicht wirklich. Und wer weiß, vielleicht wollten die auch was anderes. Manchmal gibt es auch Leute, die zum Beispiel irgendwie, je nachdem, wie man fährt, regen die sich dann drüber auf und wollen das einem unbedingt noch erklären und fahren einem dann noch irgendwie hinterher oder so. Ist mir zum Glück noch nie passiert, aber habe ich auch schon Geschichten gehört. Ja, die dann irgendwie manche Leute so durch die halbe Stadt oder so verfolgen, um dann die irgendwie zu bedrohen oder was auch immer. Es gibt schon komische Dinge. Ja, eben, also mehr als 500 ist das, war das auf jeden Fall nicht. Und dann ist halt die Frage, ob ich jetzt für 500 Euro irgendwas überfallen würde. Glaub nicht. Aber gut, wie auch immer. Gut, ich würde auch für mehr Geld niemanden überfallen, aber ich hoffe, was ich damit sagen wollte, ist, also ja, keine Ahnung. Also die Leute müssen es schon sehr nötig haben. So, komm, hier machen wir es einfach auch noch ganz kurz. Extends Base Building Data. Da können wir nämlich auch noch viel weghauen. Das heißt, das brauchen wir nicht mehr. Storage brauchen wir noch. Faction brauchen wir aber auch nicht mehr. Und dann haben wir eigentlich nur Super Encode Output und Network Translation Helper. Und hier haben wir dann entsprechend Super Decode Input und Network Translation Helper. Und das alles wird dann für uns schon gemacht. Und das hier. So, hier haben wir Planet. Ach, den Planet kriegen wir von dort, okay. Na gut. Dann müssen wir noch in Copy Data schauen. Kann sein, dass wir da noch irgendwas brauchen. Den Planet speichere ich mal noch mit ab. Weil man hier eben schon sieht, dass das nicht zwingend notwendig wäre, weil wir den Planet reinbekommen. Das heißt, ich kann das mal als To-Do noch vermerken. To-Do, Base, Building, Data, Planet. Not be necessary. As Aber da muss ich mal schauen, ob es tatsächlich so ist oder ob ich nicht irgendwie doch noch das Ganze irgendwie eingebaut haben möchte. Mal sehen, weil wie gesagt, es sind nur 4 Byte, also viel sparen tun wir nicht. Aber wenn wir es nicht übertragen müssen, dann können wir es eigentlich auch weglassen. Naja, wie auch immer.
Hat auch kein Kennzeichen dran. Ja gut, dann kann man durchaus, der hat wohl tatsächlich nichts Gutes im Schilde geführt. Sonst würde man sein Kennzeichen vermutlich nicht abmontieren. Naja. Seitdem steigst du nie mehr nachts im Industriegebiet aus. Auch nicht auf Rastplätzen, wo wenig los ist. Ja, ist vermutlich besser so. Better safe than sorry, wie man immer so schön sagt. Naja. Gut, oh, gut. Dann würde ich sagen, wir testen noch mal ganz kurz, ob das jetzt hier alles funktioniert. Zumindest soweit wir es testen können. Und dann würde ich aber, glaube ich, für heute, wie gesagt, auch schon den Schlussstrich ziehen. Es gibt dann, wie schon erwähnt, so in der Mitte des Streams, es wird wohl am Samstag noch mal einen Stream geben, aber dann nicht zu Spacelar, sondern, ich verrate noch nicht, was wir genau machen werden. Aber es wird ganz interessant. Ein kleines Experiment. Okay, guck mal, hier haben wir doch schon ein Problem, was wir noch debuggen müssen. Na, ganz so schnell geht's wohl doch nicht. Aus irgendeinem Grund hängen wir jetzt hier. Ist hier irgendwas abgestürzt? Nee, interessanterweise nicht. Okay, klingt für mich so, als hätten wir irgendwas falsch übertragen, vermutlich. Aber, Encode, hier haben wir doch den Übeltäter. Wir haben hier noch die Faction encoded, hier aber nicht decoded. Okay, das dürfte es schon gewesen sein. Hoffe ich mal. Aber man sieht, so ein Fehler macht man natürlich durchaus schnell mal, wenn man da nicht aufpasst. Naja. Du wirst auf jeden Fall wieder dabei sein. Sehr schön, ne? Wir werden was Witziges machen. Ich weiß selbst noch nicht so ganz genau, was. Es wird, kann man schon mal so viel verraten, es wird eine Art Challenge werden, indem wir alle versuchen, dasselbe zu implementieren, zumindest so mehr oder weniger. Aber mehr verrate ich noch nicht. Außer, dass es auch eine Art spielen werden wird. Kein komplettes, sondern es wird ein sehr, 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 sehr kleines Spiel. So, okay. Also, das Ding können wir bauen. Und generell scheint alles zu funktionieren. Ja, wir konnten hier auch laden. Von dem her passt das soweit. Sehr schön. Und dann, ja, komm. Wir pushen das nochmal ganz kurz. Refactoring war das jetzt hauptsächlich. Und dann soll das aber für heute reichen. Ja, genau. Das heißt, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Und wie gesagt, Samstag ab wahrscheinlich sowas so 16 Uhr rum oder so wird es dann wohl wieder einen Stream geben. Und das wird dann auch ziemlich sicher der letzte sein für dieses Jahr tatsächlich. Und generell für die Leute, die nur donnerstags dabei sind, die nächsten beiden Streams werden wohl ausfallen. Einerseits, weil der nächste auf Heiligabend fällt und der übernächste auf Silvester. Und da werde ich entsprechend nicht streamen. Das heißt, nächster Donnerstagstream wird wohl erst der 7. Januar werden. Ja, nur dass ihr alle Bescheid wisst. Okay, dann, ja, wie gesagt, euch allen noch einen schönen Abend und